Das Ritterhaus. Die Standesvertretung der Ritter und des niederen Adels. Um ein Gegengewicht zu den Städtebünden zu bilden, schlossen sich im 14. Jahrhundert die Ritter zu eigenen Interessensvertretungen zusammen. Der sogenannte Schwäbische Ritterkreis bestand aus 5 Kantonen. Einer davon nannte sich Kanton an der Donau. 1552, während des Fürstenaufstandes, in dem sich die protestantischen Fürsten unter der Führung von Moritz von Sachsen gegen Kaiser Karl V. erhoben hatten, versammelten sich die Vertreter der Ritterschaft erstmals in Ehingen. 1692 ließ der Bund ein Versammlungshaus in der Nähe des Nikolaustors errichten. Das Gebäude, das bis heute den Namen Ritterhaus trägt, ähnelt in seinem Aussehen einem Schloss. Es verfügt über 3 Stockwerke und hat rechts und links je einen Erker und in der Mitte ein von Pilastern gesäumtes Eingangsportal. Die Stuckarbeiten stammen aus der frühen Barockzeit. Sie sind zum Teil schwer und wuchtig und sollen wohl den Selbstwert der Ritterschaft zum Ausdruck bringen. Im Innern befanden sich zahlreiche Räume, darunter ein Speisesaal, eine Küche, ein Billardsaal, eine Bibliothek, ein Verhörzimmer, ein Konferenzzimmer und mehrere Wohn- und Arbeitsräume für die Verwaltung. Ständig herrschte Streit zwischen der Stadt und den Vertretern der Ritterschaft bezüglich der Steuerfreiheit des Anwesens. Das Ritterhaus sollte nach Ansicht der Adligen frei von städtischen Steuern und Abgaben sein. Das wollte die Stadtverwaltung nicht akzeptieren. 1782 drohte die Ritterschaft sogar mit Verlegung des Amtssitzes nach Ulm. Während man sich in Ehingen noch lange stritt, stürmten in Paris die Bürger die Bastille. Von da dauerte es nur noch wenige Jahre, bis mit dem Ende des Heiligen Römischen Reichs 1806 auch das Ende der Ritterschaft kam. Heute beherbergt das Ritterhaus das Landratsamt. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.